So, da sind wir dabei. Eiko, wir stehen hier oben bei dem Schalter, den wir beim letzten Mal ausgelöst haben. Und da vorne haben sich dann diese Fackeln umgedreht. Ja, beim letzten Mal hat es nicht so gut funktioniert, weil ich habe Yoda zurückgelassen. Ich bin auch ein Trottel. Also, ich habe eine Idee, wie ich es dieses Mal mache, dass es nicht wieder aufs Gleiche hinausläuft wie beim letzten Mal, dass dann die Schatten kommen und sie in ihre Dimension ziehen. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. So, ich öffne mich halt ganz kurz diese Tür hier, dann fällt das Schwert runter. Aber ich darf nicht so habgierig sein. Ich muss erstmal sie natürlich holen. Das habe ich irgendwie, weiß nicht, ich dachte so, oh, Schwert. Hab nur noch Schwert im Sinn gehabt. Und jetzt holen wir sie aber mal ganz kurz ab, gehen dann hier diesen Weg hier hoch einfach, weil den kann sie ja ohne Probleme laufen, da sind wir auch schon hergekommen. Und gehen dann mit ihr zusammen das Schwert holen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich doch mal zumindest. So, gucken wir mal ganz kurz, ob das auch funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich denke mal schon. Komm her. Na, komm her. Ich laufe nicht zu ihr hin, ich warte hier. Dass man ihr aber von unten auch nicht Bescheid sagen kann, so von wegen so, hey, geh mal den Weg bitte zurück, den wir gekommen sind und wir treffen uns vorne. Nein. Gut, sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Damit kann man uns entschuldigen. Und die unglaubliche Angst, die Yoda wahrscheinlich hat. Oh, ohne ihn, weil ich meine, ganz ehrlich, sie ist hilflos. Ohne Eiko. Mein er ist jetzt auch nicht der große Krieger, aber zumindest wenigstens ein bisschen die Möglichkeiten, diese Viecher abzuhalten. Im Vergleich zu ihr, die ja mal chancenlos ist gegen die Teile. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn wir beiden zusammenbleiben. Und so wenig wie möglich hier wirklich getrennt sind in diesem Bereich. Also, ich behalte sie an der Hand. Das finde ich immer noch am besten. Finde ich immer noch schön, dass er an der Hand läuft. Und hier irgendwo ist die Leiter. Ja, ich habe sie getroffen sogar. Ich bin begeistert. Ja, das machst du gut. Das machst du gut. So. Jetzt können wir nämlich zusammen mein Schwert in Empfang nehmen. Und dann können auch keine Schatten dich hier oben überraschen, wo ich nicht mal mehr zurückkommen würde, wenn irgendwas wäre. Das war eigentlich auch eine bescheuerte Idee, dich alleine zu lassen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Vor allem, wenn in diesem Gang, also sie muss schätzungsweise da, wo wir hochklettern müssen, da, wo dieser Fluss ist, wo ich beim letzten Mal schon ein kleines Stückchen hochgeklettert bin. Ja, jetzt gehen die Dinger zu. Kennen wir ja. Da muss sie zwar unten stehen bleiben. Aber selbst wenn ich da zu lang brauchen würde, dass die Schatten kommen, kann ich immer noch runterspringen, runtersliden und sie dann ihr so noch helfen. Und ja, es ist scheinbar wirklich so, dass Schatten kommen, wenn sie zu lange alleine ist. Kabam! Nice, okay. So, jetzt kommen wir her. Weißt du, was wir beide nämlich machen? Wir gehen mal nochmal da ins Eck, in diesen Raum, weil da war noch eine Speicherbank, richtig. Jetzt muss man ganz kurz hier hin. Weil, wie gesagt, da oben weiß ich eben nicht, wie es weitergeht. Da oben muss ich erstmal auskundschaften. Das kann ein bisschen dauern. Und wenn sie dann wirklich zu lange alleine da unten einfach rumsteht. Bisschen zu gefährlich. Ich habe keine Lust, dass sie dich mitnehmen, ganz ehrlich. Die haben ganz klebrige Hände und du möchtest doch keine komischen Flecken auf deinem weißen Kleid haben. Was würde deine Mutter dazu sagen? Um Gottes Willen, deine Mutter. Verdammt, die ist ja auch irgendwo hier. So. Dann da nach oben auf diesen Tisch drauf. Das ist ein Tisch, das kann man, kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist einfach nur ein Steintisch. So. Und das war's auch schon wieder. Oh Gott! Hätte sich da festgehalten, hätte er wahrscheinlich die Schulter ausgekugelt. Oh mein Gott. Das ist irgendwie dann auch ein bisschen gefährlich. Zum Glück funktioniert sowas nicht. In dem Spiel. Okay. Auf der Seite ist ja nicht wirklich etwas. Also, 2D-Kletterpassage. Naja, 2D. Es geht halt nach oben, ne? Und dann hoffe ich mal, dass wir hier schnell hochkommen. Da geht's weiter. Und kann ich dann direkt in die Mitte? Nein, leider nicht. Verdammt! So direkt auf die Mitte springen, das wäre schon irgendwie schneller gewesen. Aber nein, das geht natürlich nicht. Er kann seine Hand nicht nach rechts bewegen, Gottes Willen. Im Sprung die Hand bewegen. Hallo, er muss noch dabei atmen. Denkt immer dran, er ist ein kleiner Junge, kein kleines Mädchen.
Multitasking und so. Was ja eigentlich eine Lüge ist. Ich denke, auch Männer können gut in Multitasking sein. Ohne jetzt hier eine Diskussion anstreben zu wollen, aber... alles eine Sache der Übung. Mein Statement dazu. So. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen... Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da nach oben geht's noch. Und dann sind wir auch schon fast draußen, wie es aussieht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir sie dann hier rausbekommen. Da oben ist ein Schalter, aber da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Ja, ich denke mal, ich lasse mich mal hier nach unten fallen. Opa, und oh Gott, slide nicht darunter. Sondern guck mir die Sache hier mal von außen an. Okay. Ah. Dachte gerade, vor was? Warum tut ihr denn so etwas? Okay, es könnte wehtun, wenn ich da runterfall. Bitte fall nicht da runter. Alles gut. Hättest aber deine Knie im Arsch gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht mal gelogen. Und Seile. Ah, da. Okay. Okay. Holy shit, es ist dunkel hier. Bringt mich das jetzt schon irgendwo hin? Kann ich da schon irgendwie drüber steigen oder so? Ha. Also hier ist noch... Oh, shit, hier ist noch der zweite Teil. Dann will ich mal wieder runtersliden. Ich glaube, hier oben... sollte es soweit reichen. Ja! Yeah. Wir haben Sliden, ist wie geil. Hallo. Komm, wir müssen weitergehen. Habt ihr gesehen, wie neidisch Jorda gerade geschaut hat, weil sie auch mal runtersliden will? Ist nicht. Geht nicht, können wir nicht machen. Weißt du doch. Oh Gott. Nein, spring einfach nicht runter. Das ist eine dumme Idee gewesen. War eine dumme Idee. So, Safety first, nochmal ganz kurz speichern. Und da mal gucken, ob wir da diesen anderen Brückenteil noch irgendwie runterkriegen. Ja, wo könnte es jetzt noch weitergehen? Ich bin gerade am überlegen. Wir müssen uns auf jeden Fall in diesem Bereich noch ein bisschen besser umgucken. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz schauen, wo haben sie überhaupt diesen Teil runtergelassen? Der ist irgendwie da... Warte mal, lass mal da hochgehen. Ich meine, das war hier irgendwo, kann das sein? Kommen wir da jetzt vielleicht irgendwo durch? Ist immer noch zu. God damn you! Von der Mitte kommen wir da auch nicht rein, oder? Huh. Verdammt. Ich hoffe nicht, dass ich da oben irgendwas vergessen habe. Oh Mist, ich muss doch irgendwie mit ihr wahrscheinlich da hoch zusammen. Nein! Das heißt, ich hätte wahrscheinlich irgendwas Wasser abstellen müssen oder so, dass wir da hochlaufen können. Das blöde Gefühl, genau das ist der Fall. Und das will klettern wir nochmal. Hey. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Okay, ist doch zur Strafe. Zur Strafe meiner Dummheit. Und ihr müsst die Strafe in dem Fall leider mit ausbaden. Aber jetzt weiß ich ja den Weg, den ich gehen muss, da oben einigermaßen. Von dem her kein Problem, sollten wir schnell vorankommen. Ich hätte mich da oben vielleicht noch irgendwie mal ein bisschen umgucken sollen. Ich meine, ich bin zwar ans Ende gelaufen, aber irgendwie... Ah. Opa. Halt, ne, das war schon richtig. Hier muss ich auch runter. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ging jetzt schnell. Aber in Ordnung. Alles gut. Alles gut. So, Aiko ist schon big up, was das Klettern angeht. Nicht schlecht. Also, ich konnte nicht so klettern, als ich 12 war. Nein, Sir. Ich war kein sportliches Kind. Oh nein! Oh nein! Oh Gott, nein! Nein, nein, nein!
Ah. Würde sagen, wir sehen uns oben wieder. Ich würde mein Schwert halt gerne auch irgendwie mal irgendwo reinstecken, so langsam. Okay, hätten wir damit geschafft. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir wieder oben. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd gelaufen, aber ich meine, er hat mich darum gebeten, dass er nochmal runterrutschen darf. Ja, hoffentlich gleich den Schalter finden, mit dem wir das Wasser abstellen können. Oh Mann. So echt bescheuert. Ja, so kann man sich natürlich auch das Spiel unnötig in die Länge ziehen. Jetzt bitte nicht hier. Och, sehr gut. Bitte nicht hier auch noch runterfallen. Dachte gerade schon, was schief gehen kann, geht wahrscheinlich schief. Okay, hier haben wir die Seile gekappt. Dann hier waren wir ja eigentlich dann auch. Also hier geht's auch nicht weiter irgendwie, oder? Hä? Oh! Moment mal. Wo sind wir denn hier? Ah, oh, verdammt! Zwei auf einmal, Junge! Zwei auf einmal! Wir haben das komplette verdammte Brückenteil vergessen. Ah, oh, okay, das ist natürlich klug, es so zu machen. Und hier geht's auch noch raus. Um Gottes Willen, ich habe ja echt einen Riesenbereich vergessen, wie es aussieht. Na, Riesenbereich vielleicht nicht, aber doch einen sehr wichtigen Bereich einfach. Ach, wir sind genau drüber jetzt. Okay. Awesome. Jetzt kann sie ja auch hochkommen, oder? Oh Gott. Oh, nicht mehr die Beine brechen. So. Okay. dann lasst mal ganz kurz hier reinschauen, weil dann hat sie hier gerade die Brücke runtergehauen, würde ich sagen. Das heißt, wir können ja hier irgendwo drüber, oder? Können wir irgendwo drüber? Ja, wir können wo drüber. Oh, sehr, sehr gut. Vorsicht, nicht runterfallen. Alles gut, wir haben es überlebt. Cool, wir haben es geschafft. Weiter, ja. Weiter, weiter, weiter. So eine Bank wäre jetzt irgendwie geil. So zum Speichern und so ein bisschen kurz abchillen und kurz abschwitzen mal von all dem Klettern. Oh. Okay. Warst du das? Verdammt. Holy. Okay. Sie ist der Schlüssel zu dieser Brücke, wie es aussieht. Über die wir jetzt nach und nach langsam gehen. Oh Gott, nicht so schnell. Wer weiß, ob die hinterherkommt mit dem Zaubern. Wer weiß, ob sie hinterherkommt mit dem Zaubern. So, jetzt aber. Cool. So, oh Gott, nicht runterfallen. Das wäre jetzt echt blöd gelaufen. Was wäre eigentlich, wenn sie jetzt da runterfällt? Wäre sie dann tot? Kann sie da runterfallen? Ich meine, ich möchte es nicht ausprobieren, aber die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man über solche. Aha. Wenn man über solche hohen Brücken geht einfach. Okay, da unten muss ich jetzt auch noch Dinge anzünden. Lass mal erstmal ganz kurz zusammen runterfahren hier. Dann überlegen wir uns, wie wir das machen. Komm her. Alles gut. Der beschlägt sich ja fast mit dem Hin- und Her-Winken. Oh Gott, warum laufe ich jedes Mal in dieses Ding rein? Aber das ist gar nicht so schlecht. Ich muss nämlich, glaube ich, jetzt eh so ein Holzding nehmen. Das heißt, ich lasse mein Schwert erstmal da liegen, weil auf dem Rücken binden ist ja nicht. Ah, nein, 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 oder? Na. Ja, komm runter. Wenigstens hast du jetzt ein bisschen Bewegung gehabt. Ich guck, wieso komm. What the fuck? Dude, die Leiter ist direkt vor dir. Solltest du nicht eigentlich, ich wollte gerade sagen, solltest du nicht eigentlich schon klettern, sobald ich ranlaufe? Habe ich immer gedacht. Na, okay, dann komm mal hoch. Ich kann mir ja Feuer von dort holen, ist ja kein Thema. Ganz kurz mal hier erstmal aufs Bänkchen setzen. Komm her. Kurz mal speichern und dann die Fackel benutzen oder unseren mächtigen, mächtigen Holzstab, den wir da in der Hand halten. Und nein, ich möchte speichern. Dann mal drüben die Fackeln anmachen und
hoffen, dass dann nicht 51 Millionen Schatten auftauchen, weil mein Schwert da unten liegt. Vor allem, das muss ich, da muss ich unbedingt dran denken, das wieder mitzunehmen. Das wäre echt mies, wenn ich das irgendwie hier liegen lasse. Vielleicht ist es doch nicht so eine essentielle Waffe, wie ich dachte. Vielleicht hier für diesen Bereich halt, um weiterzukommen. Aber hier kann man so ein Dummes auch liegen lassen. Okay, ihr seid noch angegangen. Habe ich recht? Bam! Und damit hätten wir wahrscheinlich Licht ins Dunkel gebracht. Habe ich recht? Ja, wie ich es mir gedacht habe. Das Licht fällt auf dieses... was auch immer. Konstrukt. Spiegel, Reflektor, keine Ahnung. Holy shit. Ach, guck mal an. Das ist doch das Haupttor gerade eben gewesen. Das heißt, wir haben... eine Seite der Tür haben wir aktiviert sozusagen. Und das ist der Bereich, wo ich vorhin oben davor stand. Mit diesen Schnitzereien drin, wo ich mir auch dachte, the fuck, was soll ich denn hier machen? Yes, Osttor. Okay, das war das Osttor. Dann müssen wir wahrscheinlich noch das Westtor öffnen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, dann komm mal. Ja, da. Unsere erste Aufgabe haben wir erfolgreich erfüllt. Na, unsere erste Aufgabe. Ich habe ja keine Ahnung, was wir jetzt noch alles machen, um das Westtor auch mit sauberer Energie in dem Fall zu versorgen. Mit Sonnenenergie. Und ja, ist aber schon mal gut. Oh, goddamn you. Da kommen sie natürlich wieder, die Schatten. Oh, schaut's euch an, die Geflügelten. Die geflügelten Schatten. Ich freue mich so, mein metallenes Etwas, das ich in der Hand halte, in eure, oh, saftigen, saftigen Schattenkörper zu stecken. Schattigen, nicht Schattenkörper. Ach, Schattenkörper war auch nicht so falsch. So, dann mal auf in den Kampf, würde ich sagen, oder? Ja, ist nicht, nee. Zack! Wow, okay. Das Schwert ist halt auch um einiges stärker einfach mal als dieser doofe Holzstock, den wir die ganze Zeit hatten. Also wirklich eine Kombination. Ja, so wird das natürlich was. Eine Dreierkombination und die sind down im Normalfall. Also die normalen Größen. Hier dieser ganz große braucht irgendwie dann wahrscheinlich 6 Schläge oder so. Komm doch, komm doch. Komm doch. Jawohl. Nicht ganz, nein. Muss ich nur noch einmal nachschlagen. Ja, keine Ahnung, ein paar Schläge auf jeden Fall, aber weniger als mit der Fackel definitiv. Das heißt, da kommen wir schneller zu Potte, wenn wir mal viele Schatten uns gegenüber haben. Das einzige Problem wird eben der Wechsel sein, wenn wir eben Fackeln anmachen müssen. Ich muss so dran denken, dieses Schwert nicht liegen zu lassen, aus Versehen wie ein Trottel. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Das ist Schattenloch eigentlich wieder zu. Ich habe es gar nicht geschaut. Ich habe einfach mal gehofft und bin in die Richtung gerannt. Alles gut, alles gut. Von da unten kamen wir schon raus. Das heißt, wir können hier hoch weitergehen. Kommst du? Oder du kannst schon mal losklettern. Man kann Leitern zu zweit benutzen. Das funktioniert. Lass mir deinen Hintern nicht in meinem Popo stecken. Aber glaub mir, das würde ich merken. Ich würde dich davon abhalten, sagen wir so. Das ist ein schöner Ausblick hier. Auch wenn wir nicht viel sehen außer die Wand. Wir können ja mal hier rüber schauen. Ah, yes. Da geht es unglaublich tief runter einfach nur. Krass, wie Menschen diese Dinger erbauen können. Also, ich weiß, es ist ein Videospiel. Keine Angst. Aber sowas gibt es natürlich auch in Wirklichkeit. Und aus einer Zeit, wo die Technik und einfach noch nicht so weit war, sondern man solche Sachen wirklich noch mit einfachsten Mitteln gebaut hat, und ich finde es immer wieder krass, einfach nur Aquädukte zu sehen oder ähnliches, die wirklich so hoch auch sind. Das ist ja jetzt nicht mal irgendwie übertrieben. Es sind, keine Ahnung, 50 Meter, vielleicht noch mehr. Ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Zu viel für mich. Wir sollten mal hier reingehen, in der Hoffnung, nicht irgendwie 50 Meter über den Boden laufen zu müssen. Das wäre nicht schön für mich. Das wäre nicht schön. Da ist ja nochmal ein Schwert. Oh, jetzt dachte ich, das Schwert wäre was Besonderes und da steckt nochmal eins. Fuck that. Steckt im Boden, das ist wahrscheinlich Excalibur, das ist viel cooler.
Oh, jetzt steckt es auch im Boden. Jetzt ist es auch Excalibur. Interessant. Okay, ich dachte, es gibt hier irgendwie nur ein Schwert, aber... Hoppla. Oh Gott, es tut mir leid. Dem ist dann wohl doch nicht so. Hier liegen genug rum. Also gibt es auch kein Problem, wenn man es mal liegen lässt. Naja, okay. Dann habe ich die Spielmechanik falsch verstanden. Was soll's. Wir gucken uns beim nächsten Mal diesen Raum hier an. Da ist ein Hebel, den ich jetzt einfach mal frecherweise ziehe, während ich hier schon mal Tschüss sage. Okay, und da geht eine weitere Brücke runter. Wo auch immer diese Brücke war. Ich weiß es nicht. Das schauen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin. Haut rein.